Ja, für mich war es auch ein total spannender Tag. Ich habe den Stefan jetzt heute auch zum ersten Mal live kennengelernt, habe den NLP Practitioner vorher gemacht bei Marc Alal und mir ist heute auch wieder bewusst geworden, was man einfach für tolle Werkzeuge in der Hand hat mit diesem Werkzeugkasten und dass es einfach darum geht, auch mehr umzusetzen. Und eigentlich ist es ganz toll, dass wir in der Region so jemanden haben, dass man hier so weit kann, also so verstehen. Was hat in eurem Leben davon eingesetzt, was ihr heute nochmal erfahren habt und aufgefrischt habt? Also ich werde den Fokus jetzt auch in der jüngeren Zukunft insbesondere darauf setzen, das, was wir heute nochmal von ihm auch gelernt haben zum Thema, wie ich so ein Erfolgsteam kreiere, umzusetzen, um einfach mir im Vorfeld auch klarer zu sein, welche Menschen möchte ich anziehen in mein Team, werde es mit Visualisierung machen, werde es einfach dadurch machen, dass ich mir das genauer im Vorfeld überlege, beschreibe und einfach die Punkte auch klarer umsetze, die er uns auch mitgegeben hat. Der Stefan. Ja, das war für mich auch jetzt dieses Erfolgsteam ein ganz großer Punkt, weil wir planen momentan eine Sache, wo wir jede Unterstützung brauchen können. Und es ist natürlich jetzt spannend, wir haben uns bisher mit Menschen zusammengetan, die in der gleichen Richtung gucken. Und jetzt habe ich heute von Stefan gelernt, geh doch in eine Gruppe, wo Menschen zwar in meiner Richtung denken, aber was anderes machen, die haben einen ganz anderen Blickwinkel. Und das fand ich jetzt für mich ganz spannend. Und wie geht es euch jetzt so kurz vor dem Ende vom Seminar? Sehr gut, sehr gut. Ja, also jetzt sind wir voller Power, Energie, aufgewärmt und wir hatten einen tollen Tag hier. Also ich finde es fast schade, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist. Also so ein Tag, der vergeht so schnell. Ja, aber ich muss sagen auch, ich gehe mit ganz viel Motivation raus. Wenn du das Seminar in einem Wort zusammenfassen müsstest, was wäre das für ein Wort? Motivierend. Begeistert. Würdet ihr das Seminar weiterempfehlen? Ja. Das wär's schon. Vielen Dank. Danke auch. Ja.